Stefan? Stefan? Servus, da bin ich Ja, wieder. hörst mich du? Jo, ich höre dich. Die anderen hören mich nicht. Nein, es war jetzt und da ist vorher gerade das Ding hinterbei gewesen, das Hintergrund und das Video nur klar oben. Aber Ah, jetzt okay. geht's. Ah, okay. Dann war das vielleicht der Fehler mit dem Bild. Ganz kurz, ich habe in der Pause auch genützt. Ich war nicht am Klo, aber ich habe geschaut, also die Bierpakete sind alle weg. Also tut mir leid, wenn noch wer was wollen hätte. Hat mir gerade noch wer WhatsApp geschickt, zwei Bierpakete. Somit sind es leider alle vergeben. Tut mir leid. Schauen wir mal, ob ich nächste Woche am Samstag wieder eine mache. Muss ich mal schauen, ob was ich noch für Biere hätte, was ich machen kann. Ich kann leider keine anderen Lebensmittel versenden. Ich darf nichts anderes wie Schokolade oder Käse und Bier versenden und von daher ist es halt schwierig. Was wir eventuell machen konnten, ist, dass ich mit dem Litzimann rede, ob er eine Kochshow macht und dass wir gemeinsam was kochen und da die Biere dazu. War vielleicht auch mal ein cooler Ansatz. Schauen wir mal, was es immer gibt aus dem Gespräch. Trinke heute ein Hazy IPA von Van Moll aus Eindhoven. Hazy IPA ist die Umschreibung für New England IPA oder Ich glaube, ja. Hopfen-Smoothie. Etwa kleine Steaks. Ja, da bringt es mir auf was. Ich hätte ein paar Steaks auch noch eingefroren. Die konnten wir Servus, Tobi. mitnehmen. Der Tobias Baumeister ist da. Braustall Simmerberg. Hat mir ein Foto vom Halleur geschickt. Habe ich mir auch kurz angeschaut. Habe ich sicher im Keller, aber nicht das Bier, was du da das Foto geschickt hast. Das habe ich nicht. Aber ich kenne die Brauerei und ich habe sicher was vom Halleur im Keller. Aber wir müssen da mal schauen. Schnell schicken. Wo ist die Foto? Was soll man denn schicken? Als Paket. Wenn es euch nicht stört, mache ich dabei mein drittes Bier auf. Ja, das stört mich schon, weil du bist schneller wie ich, aber ich werde zwischendurch rasch auf ein Zwickelgach. Ein Ja, Zwicker, ein ne. Zwickerl zum Neutralisieren ist immer gut. Genau, weil das ist mir fast ein bisschen zu bitter. Prost! Prost, Prost. Ich mache mir jetzt als nächster wieder eines von uns aus, auf unser dunkles Lager. Seines Zeichens laut Austrian Beer Challenge ist das drittbeste dunkle Lagerbier in Österreich. Gratulation zum dritten Los. Für Danke. Gerigard. Schau, da hätte ich ein Steak. Das war unsere. Der Aberbier ist auch da, von denen hat er gerade geredet. Das war das Clubsteak. Das ist alles Angusrind aus der Gegend. Das war das Flanksteak. Das war das Rumpsteak. Das ist aber so groß, das ist kein schönes Bild. Genau. Das waren die Steaks. Da habe ich teilweise noch was. Da konnte man vielleicht. Ja, Sonntag oder wann. Ich habe mir gerade ein Bier aufgemacht. Ja, das ist gut. Wir haben uns auch gerade ein Bier aufgemacht. Also Raschhofer Zwickel habe ich ja auf der Salzburger Messe in der Panzerhalle präsentieren dürfen bei Martin Voigt. Das ist gerade noch gegangen mit den zwei, die was das Heliumbier gemacht haben. Das war dann schon ein wenig stärker, muss ich sagen. Da habe ich ein Rubin 12,8 von Schorspreu präsentieren dürfen. Hallo Christopher, hab gerade einen Body IPA aufgemacht. So, jetzt stellen wir uns wieder einer. Vielleicht ist es gut, wenn wir ab und zu Pause machen, dann haben wir wieder mehr Besucher. Zumindest ein paar, die durchgegangen. Ja, das stimmt. Der Bierenthusiast. Servus. Prost, Stefan, freut mich, Prost. dass wir Gott. beieinander sind. Sehr zum Wohl. Ja, freut mich auch. Aber das ist nur kein Zwickel, da brauchen wir noch ein wenig drüber. 10.11.20, also das war eigentlich von eher. Christopher ist Aberbier, das war mir schon klar. Prost. Aber mein Lieblingsbier aus dem Hause Schereau-Raschhofer ist das Witbier, das sie haben. Das ist Das gescheit. habe ich noch nie gewusst. Kann ich empfehlen. Okay. Ist ein bisschen Salz drin und angeblich dann gar keine Orangenschale rein, sondern machen das über so vier Hopfen, machen so das fruchtige wenig Okay. rein. Das ist Also, ein bisschen Salz. ja, ein bisschen Salz ist auch drinnen. Okay.
Ich muss wieder haben die Ehre. Bierdoktor Pierte, danke. Danke, dass du kurz da warst. Darf mich freuen, wenn wir uns morgen wieder sehen. Morgen ist der Gerhard Litzi da, der Litzelbauer. Da geht es auch sicher wieder viel um Bier, aber ein bisschen um Kochen mit Bier. Dir schon, aber die anderen. Achso, okay. Mir ist klar, wer das ist. Ist der Ton weg? Nein, bei mir nicht. Hörst du mich da? Ich höre dich, ja. Nein, dann dürfte der Ton nicht weg sein. Ja, ich glaube halt, dass das Internet generell ein bisschen überlastet wird jetzt in der nächsten Zeit, weil jeder, also so viel Aufmerksamkeit wie jetzt habe ich überhaupt noch nie gekriegt, ganz wurscht wo. Sei es auf Facebook auf, oder auf Instagram oder ich habe ein Newsletter noch ausgeschickt, dass wir eben zuhaben und dass wir davon ausgehen, dass alle Reservierungen storniert gehören und so weiter. Ja, da habe ich Zugriffszahlen, die habe ich, da konnte ich wahrscheinlich das Wirtshaus erschenken, hätte ich es nicht. Na gut, wer möchte arbeiten, das ist wieder klar, aber... Aber. Naja, sie haben mir eh gesagt, oder? Jetzt, dass die ganzen Streaming-Dienste wie Netflix und die ganzen Sachen alle nur mal runterdrosseln müssen, weil sonst nicht mehr zusammenkommen. Ja. Der Wiesinger Ernst ist auch wieder da. Servus, wir haben uns auf der Pferdemesse in Wien kurz kennengelernt. Er macht er ist da beteiligt bei dem Projekt von. Das Liebesbier machen da, das hat eh jeder wird geschlossen, oder? Ja, weil jeder wird zu. Die haben das mit dem Uhudler gemacht, das Bier. Wie hat denn das geheißen? Das haben sie bei der Staatsmeisterschaft auch gehabt, beim Dinner. Joe in a Rocket, genau. Und wie heißt die Brauerei in Deutschland? Danke. Das ist die Wälde oder Gelde. Und wie hat Bier geheißen? Ich werde es noch China schreiben. What is love? Genau, nicht liebes Bier. What is love? Genau. Grohe. Genau wie der Hans Grohe. Ja, wie gesagt, mit Namen bin ich ganz schlecht. Entschuldigung, tut mir leid, aber das ist für mich eine Katastrophe. Ja, die haben dann ein Rum Barrel Aged. Was war das? Haben sie mir auch geschickt. Zum Probieren. Ja, und brauchst du woanders außer bei dir und beim Gusswerk Reine Batterien? Nein, eigentlich nicht. Nein. Okay. Und machst du so Bockbiermäßig was oder irgendwie abseits des Hellenlager, dunklen Lager? Ja, nur, also weißt du, die Sachen, was ich daheim mache, sind natürlich alle nur privat. Das verkaufe ich jetzt nachher dann nicht, das soll ich verschenken und da will ich halt einfach probieren. Was ich jetzt dann probiert habe, war Maibock. Aber der ist meines Erachtens noch nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Was hast du gemacht? Untergärig. Wie meinst du? Untergärig? Untergärig, ja. Hopfung oder? Ja, eigentlich traditionell. Aber ich hab mal geschaut, was gibt es schon für Rezepte und so weiter für ja, untergärige. Das habe ich die Tage auch schon mal gesagt, was die untergärige Standardböcke schwierig. Ja, nein, es ist echt schwierig. Vor allem, weißt du, ich meine, die Geschichte ist ja als mit den Sachen, was ich daheim habe, weißt du, ich bin jetzt dann schon nicht so schlecht ausgestattet, nur ist das halt weiter weg von einer Brauerei, wie du das da kontrollieren kannst bei der Gärung und so weiter. Gell? Natürlich tust du da leichter mit obergärige Biere, weil das da halt leichter von der Temperatur genau. Konstant, wie du das meckst, weißt du. Und obergärige Bockbiere sind in meiner Wahrnehmung eh fast ein bisschen leichter zum Verkaufen. Ich mag es auch selber persönlich lieber. Sind wir wieder auf das, was man selber mag. Ja. Ja. Schneidl-Maibock ist zum Beispiel obergäriger mit so vier Hopfen kalt gehopft. Ja. Oder ein Weizenanteil und ein Dinkel oder irgendwas. Also da sind drei Getreidesorten drinnen. Also Kommt man jetzt vorsichtig sagen, es ist fast wie ein Weizenburger kalt gehopfter. Und darum mag ich es halt auch relativ gern. Es ist natürlich kein Weizenburg, weil es wegen Weizen drinnen ist. Aber es geht ein wenig in die Richtung. Der Ernst Wiesinger hat mir gerade das Bier beschrieben, das war der Confirmation with the Dark Star, das war Rum Barrel Aged Imperial Stout. Sollte noch ein bisschen reifen in meiner Wahrnehmung, alles was in dem Dunklen und Holzfass und ganz jung, das ist auch schwierig. Ja, was ich jedes Jahr mache seit 2014 ist, ich mache mir jedes Jahr einen Barley Wine ein bisschen abgeändert. Jetzt kommen wir mal wohin, wo was interessant wird. Das sind Biere nach mein Gewichtsglas. Ja.
Das habe ich mal angefangen, im Jahr 2014, wo ich angefangen habe zum Brauen, habe ich gesehen, Partywein und so weiter, Lagerung ist immer perfekt, ich möchte da gerne was machen. Habe dann angefangen mit einem normalen, dunklen Partywein, wie du ihn halt einfach so kennst, ein Standard-Partywein. Und Englisch oder mittlerweile amerikanisch, also extrem gekocht Englisch. oder Englisch? Englisch, ja. Das war der erste. Und mittlerweile habe ich jetzt auch eine Nasenwirke gehabt im Bourbon-Fass. Aber richtig im Fass jetzt nicht. Ich habe da nachher dann geschaut, dass ich mir irgendwo Fasseln besorgt, die 25 Liter fassen und so Okay. weiter, weil ich wollte nicht mit Chips, weil das ist nicht das, Na, das was ich jetzt gut finde. ist ein Unterschied, weil in einem Barrique-Fass, also in einem 225-Liter-Fass, tauschen sie 6 Liter Flüssigkeit aus. Also aus der Vorbelegung kommen 6 Liter Flüssigkeit in die 225 Liter das andere und dafür geht halt von dem Bier 6 Liter in das andere. Und das kann ich mit Chips nicht so machen in meiner Wahrnehmung, weil das Nein, ist das geht nicht. Das ist dann wieder ein bisschen eine Mogelpackung, finde ich halt. wobei ein paar machen es und sagen es dann auch ganz Ja. oft, darf ich mich in Ordnung, weiß ich nicht. Ja, na sicher, Aber sicher. Aber entspannt Bier. dann Aber darf er die. da bin ich hochgradig interessiert an so einem Bier, an einem Balliwein Die kann ich da gerne auch welche mitbringen, was denn? Ich sage mal, weil ich habe überall die Flaschen aufgehalten, nämlich von jedem Jahr. da wird es jetzt spannender, ja. Was hast du da, Stammwürze, was machst du da? Ja, was ich halt zusammenkriege, es schwankt immer so ein bisschen zwischen 19 und 22. Na ja, da bist du ja schon gut. Der Gell? Forstner Gerhard, Gott hab ihn selig, hat mir damals gesagt, wenn er einen Balliwein eingebraut hat, hat er zweimal eingemischt. Also er hat praktisch die Vorderwürze angeleitet, frisch eingemischt und mit der Vorderwürze dann aufgossen. Also er hat praktisch dann nicht mehr mit Wasser aufgossen, sondern mit der Vorderwürze gleich wieder aufgossen. Ja. Und so hat er halt auch wieder Stammwürze zusammengebracht. Ich muss das jetzt von der Brauerhöhle her halt sehen, was der einfach das. Ich finde das System relativ klasse. Weil es ist so ein Doppelsudhaus im Endeffekt, gell? Ja. Und du erhitzt ja quasi in einem Topf. Hast das Wasser drinnen und der Dampf, der dann rausgeht, geht um mich in Läuterbottich oder halt in die Maischen und erwärmt er damit die Maische. Gell? Das heißt, das geht nachher dann langsam mit dem Dampf um mich. Und das finde ich geht relativ wirklich gut. Also da hast du auch echt eine gute Sudas-Ausbeute, trotzdem für so eine kleine Ja. Maschine. Gell? Wobei trotzdem muss ich sagen, normalerweise ist es ausgelegt auf, wenn es jetzt ein normales, helles Mox, sage ich jetzt mal, kriegst 40 Liter raus. Und bei so einem Balliwein sind es halt dann nur mehr 25. Ja. Ja, Aber. aber das Thema hat jede Brauerei, das ist in der Großen dasselbe. Naja, sicher, Je das ist überall das mehr ich Gleiche. mit der Stammwürze aufgefahren, desto weniger Ausschlagmenge habe ich. Das ist schon klar. Ja. Das ging auch beim Schneidl Matthias gut, aber die Frage ist, wie hält es der Boden aus? Ja, da kommen schon ein paar Tonnen Malz dann rein. Der Schneidl Ja. Matthias hat ja ein riesiges Sudhaus, die haben mehr als 200 Hektar Liter Ausschlagmenge. Okay. Ein 12-gradigen Bier. Also, das ist ja eine Katastrophe, weil das Bier verkaufst du ja nicht mehr. Ja. Du kannst ja nicht jeden Tag 200 Hektoliter Ausschlag. Nur dazu sollst du ja oft zwei, drei Sud machen, damit du von der Wärme und von der Energie Sinnhaftigkeit ein wenig Konform dabei bist bist. nachher, ne? Ich ist mir aufgefahren, runterfahren, so ein riesiges Sud hast, das ist das kostet ja Geld auch. Ja, das stimmt. Und eine Energie. Jetzt braucht er halt nicht nur zwei, dreimal in der Woche, damit das halbwegs. Das wird passt, ja. Dann kannst du aber keine Hefe führen. Und, das ist natürlich alles so ein Thema. Also Nein. Albert Mühlwirt hat das gesagt, der ist am Sonntag kurz eingestiegen, weil da haben wir gefragt, was sie in. Könnt ihr mir erklären, was Stammwürze ist, beziehungsweise was man darunter versteht? Man liest es immer, aber der Laie kann sich darunter nichts vorstellen. Magst du, soll ich? Ah, du, klar, das passt schon. Ja, wo fangen wir denn an? Stammwürze ist jetzt einmal, ich sage jetzt, in unsere Breiten mit Grad Plato angegeben. Es ist aber gut, wenn man Grad sagt, statt Prozent, weil damit kann man es gleich vom Alkohol angrenzen. Die Stammwürze beziffert jetzt einmal das gelöste Extrakt, also wenn man so will, den Malzzucker in der Würze. Würze ist jetzt, dass ich den Begriff auch gleich natürlich erkläre, die Basisflüssigkeit der Bierherstellung. Man muss sich das so vorstellen, man braucht zur alkoholischen Gärung immer eine zuckerhaltige Flüssigkeit. Beim Wein ist der Most, da wird praktisch aus den Trauben einfach der Most rausgepresst, der ist schon süß,
Da wird dann gemessen mit einem Refraktometer, wie viel Klosterneuburger Mostwag Grad hat der Wein. Und im Prinzip ist die Stammwürze dasselbe wie die Klosterneuburger Mostwag Grad. Es ist der Zucker in der vergärbaren Flüssigkeit. Die vergärbare Flüssigkeit beim Bier nennt sie Würze, also spricht man von der Stammwürze. Und die Würze wird aber beim Bier aus Malz gewonnen, also aus Getreide. Da unterscheidet sich ein Bier ganz, ganz klassisch von Wein. Wein ist Frucht- oder tierischer Zucker und Bier ist immer Stärke. Deshalb gibt es keinen Reiswein, sondern es ist Reisbier, weil Reis ist Stärke, deshalb gibt es keinen Reiswein. Wichtig ist, dass man bei 20 Grad Celsius wird die Würze gemessen, weil eine zuckerhaltige Flüssigkeit ist immer je nach Temperatur zäher oder dünner und gemessen wird dann mit einem Areometer, nennen sie das, glaube ich, mit einer Würzelspindel, die sinkt ein und bleibt dann dort stehen, wo es aktuell Grad Klosterneuburger, Grad Plateau, die Würze gerade hat. Also 20 Grad Celsius ist der Referenzwert. Und man kann es dann auch ein wenig umrechnen von Stammwürze in Alkohol. Wenn man davon ausgeht, dass das Bier 2 Grad Restextrakt hat, also sprich das Bier 2% Restzucker, nennen Sie bei Wein auch Restzucker, beim Bier Restextrakt, dann zieht man die 2 Grad Restextrakt von der Stammwürze ab. Das sind praktisch die, was nicht vergären. Dann bleiben bei 12 Grad Plato, das war so ein Pils, ein Märzen, unsere Standardbiersorten, ein Zwickel oder was auch immer, Kellerbier, das, was die in etwa haben. Dann ist man bei 10 Grad Stammwürze und das halbiert man, weil die Hefe fermentiert den Zucker in Alkohol und CO2. Da kommt dann die Hälfte davon ist Alkohol. Dann hat man 5% Alkohol und das ist in etwa das, was diese Biere mit 12 Grad Plato immer haben. Und so kann man Stammwürze in Alkohol umrechnen. Wichtig ist ja, dass man in Österreich und in vielen anderen Ländern auch die Biersteuer nach der Stammwürze bezahlt. Das heißt, wenn ich ein recht süßes Bier mache, muss ich viel, viel Alkoholsteuer zahlen, auch für nicht vergorenen oder nicht entstandenen Alkohol. Weil Gesetzgeber ist es egal, wie viel Alkohol du gewinnst aus dem Zucker. Er sagt, du hättest die Möglichkeit gehabt, so viel Alkohol zu gewinnen. Und deshalb muss 2 Euro pro Grad Plato pro Hektoliter an Biersteuer entrichten. Und das ist gar nicht so wenig, weil wenn ich sage, bei 12 Grad Plato sind es 24 Euro. Und zuerst haben wir von Balliwein geredet, da sind wir bei 20 Grad Plato, da zahlst du dann 40 Euro pro Hektoliter. Hektoliter sind 100 Liter Bier, also sind es immerhin 40 Cent beim Liter oder 20 Cent bei der Halbe. Da kommt dann schon insgesamt was zusammen, weil da kommt dann noch Mehrwertsteuer auf und so weiter. Also da tut sich schon was an. So viel zu der Stammwürze. Ich hoffe, ich habe es so erklärt, dass man es auch verstehen kann. Diego Pompele, Hopfenbiere. Servus. Diego, lebst du noch? Was ist los in Italien? Das ist ein Kollege von mir, den ich immer wieder auf die verschiedensten Bierfestivals und Bierverkostungen triff. Also bei der Austrian Beer Challenge als Juror mit dabei. Der Pötz ist da. Servus. Ja, jetzt habe ich wieder einen Monolog gehört, jetzt bist du wieder dran. Ich? Ja. Naja, das Thema Stammwürze finde ich immer sehr interessant. Oder auch, ich meine, wenn ich das jetzt so sage, nicht, dass du mir jetzt nachher dann gleich schimpfst, gell? Aber da hat das Thema Stammwürze und die Steuer damit was zum Tor sind, die Radler, was gibt bei uns? Ja, das ist auch das ist ein spezielles Thema. Und da finde ich immer, also bei uns zum Beispiel gibt es keinen fertigen Radler, gell? Weil ein fertiger Radler schmeckt für mich einfach grausig. Wenn ich mich da noch an früher erinnert, wie es auch in die Wirtshäuser und so weiter, nur ein Radler, wenn du sagst, du magst einen Radler, dann hat es ein Bier gegeben und dann hat es einen Almduden reingeladen und dann hast du einen Radler gehabt. Das hat auch noch was geschmeckt. Und da sind wir eben genau bei dem mit der Stammwürze. Wir haben früher viel Radler verkauft. Unglaublich. Ja. Ich meine, wir verkaufen jetzt ein Kaffee. Wir verkaufen viel saure Radler, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Limo-Radler ist weniger geworden, aber saure Radler verkaufen wir viel. Ja. Wie wir noch was verkauft haben, da vor x Jahren. Ja, nein, es stimmt schon, es werden nicht viel getrunken, nur für daheim zum Beispiel und so weiter, kaufen sie es halt alle, Grapefruit-Radler und das und da und das und da. Und das ist halt alles nachher noch mit Süßstoff gemacht, weil der Süßstoff schlägt sich nicht auf die Stammwürze nieder, somit ist dann auch die Steuer nicht so hoch für diese Getränke. Weil du müsstest theoretisch den Zucker, der im Limo ist, auch für genau. Alkohol steuern, aber wenn es kein Alkohol wird.
Genau. Deswegen, bei uns gibt es auch nur Radler mit Almdudler. Wir haben nämlich mit Zitronenlimo gemacht. Ja. Oder dann haben wir Getränk gehabt, das haben wir dann Schwules auch genannt. Das war dann mit Himbeerkracherl. Mit Himbeerkracherl? Ja. Das haben wir auch viel gebraucht gehabt, ja. Aber es stimmt schon, wie du sagst, Radler wird sowieso generell nicht mehr so viel getrunken. Eher der Saure. Ja. Und das tut natürlich jetzt mal rein auch wieder so eine Radler, weil da konnten sie ein Leichtbier auch verkaufen. Das stimmt. Aber das Leichtbier hat auch nicht Fuß gefasst. So wie der Bock nicht Fuß fasst, hat bis dato das Leichtbier nicht Fuß gefasst. Aber wenn ich trotzdem der Meinung bin, dass das Leichtbier und das Alkoholfreibier der Zukunft, die Zukunft gehört, wir werden nicht erleben, dass es wieder nicht mehr lange dauern, dass Bier nicht mehr so halb oder 4% Alkohol hat, also dass wir eher zur Schankbierqualität übersteigen, nicht mehr Vollbier, weil es halt der Gesetzgeber so vorzieht. Nee, der Trend geht ja sowieso generell auch schon, wenn du jetzt nochmal ein bisschen schaust, alkoholfreie Biere. Auch bei den ganzen Craft-Biere. Ich meine, Brewdog ist da jetzt wieder einer von den Vorreitern, die jetzt anfangen, alle einen Rebellier. Also der Riegele macht was. Der naja, nein, nein, aber das wird immer, mehr jetzt. Über normal Null und alle, also machen alle ein wenig was. Ja. Inselbrauerei Rügen, ja. Ganz kurz, ich finde ja auch ein Radler mit Zitronen nicht mehr besser als die fertigen, bin ich auch deiner Meinung. Schwule Sau ist lustig, okay. Inselbrauerei macht auch was. Stiegel Himbeerradler gibt es wieder, ja, das weiß ich noch. Bei der Würstelkönigin hat es den gegeben, am Handelsplatz. Die waren eh schon auch bei der Braukunst live. Meinst du die Inselbrauerei? Ich meine, die kenne ich eh, weil. Das sind ja nicht die einfach bilden Flaschen, das sind die anderen oder ja. So. Baltic Porter und so weiter. Ja, auch spannend, die machen obergäriges Baltic Porter. Ja. Damit es mal richtig verwirrend ist. Weil sie, ja. Sagen, sie sind an der Baltischen See, jetzt machen sie ein Baltic Porter. Leichtbier, ich finde die Adelheit von der Brauerei Grazer ausgezeichnet mit 3,5. Und Grazer Louis, habe ich noch nicht das Vergnügen gehabt. Mann, wir sind mit unserem dunklen Lagerbier, gell? Sind wir auch, wenn man das jetzt dann sieht, ist da irgendwo. Alkohol ist schon mal gut gesehen. 33. 5%. Also, wir haben 5% aufgeschrieben, aber wir sind bei 4,5% ja. Alkohol. Also, wir haben 11,5% Stammwürze ungefähr. Also, auch eher auf der leichteren Seite. Für alle, die was jetzt vielleicht sagen, darf er das? Du darfst um 0,5 nach unten und 0,5 nach oben darf das Etikett liegen. Mhm. Davon ausgeht, dass man sowieso nicht jedes Produkt immer 1 zu 1 gleich machen kann. Genau. Eine Flasche von der Adelheid habe ich noch. Weißt du, was ich noch habe? Ich habe einen Hermann. Ja, sein Bär ist das, der Bär. Hermann ist der Bär. Das ist gerade nicht ein Bog. Solche habe ich noch ein paar Flaschen im Keller. Der ist aber auch schon gut gereift. Aber das ist sicher ein Spitzenbier, weil der war von Anfang an gut. Und der Zügst, den konnte ich mir auch verholen. Ich muss auch mal bei mir alles durchgehen. Ich habe zwar jetzt ein einiges, was ich gehabt habe, ein bisschen mal auf Zeiten gerammt, aber ich habe auch noch sehr viele Sachen daheim, was ich mal noch probiert gehörten. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt gerade Inventur, also Inventur ist eigentlich falsch. Ich gebe gerade meinen ganzen Bierkeller in mein Kassensystem ein, weil früher haben wir es einfach so gemacht. Haben wir gesagt, okay, Bier in der Preiskategorie und haben es da reinponiert. Und jetzt, nachdem mein Vater ja Buchhalter ist, der will unbedingt genau wissen, was wir verkauft haben. Trude gibt es auch, ja, Trude ist richtig, zwar die Eule, glaube ich, die Trude. Jetzt bin ich gerade dabei, dass ich ungefähr 450 Bier eingib, mit EAN-Code, mit MHD, mit kurzer Beschreibung. Also das ist eine Riesen-Challenge. Ja, der Hermann hat sich bei unseren Dorfhütten sehr gut verkauft. Ja, nein, ist ein super Bier. Ich habe aber ein bisschen was auf die Seite gerafft. Hast du von Markus einmal ein bisschen was probiert? Hat der dir einmal was vorbeigebracht? Der Markus? Meierhofer. Ja. Meinst du den? Ja, genau. Ja, was hast du da im Bock? Das ist ein Bock, Barrel Aged. Mhm. Holzfass gereift, Bourbon steht dabei. Die stehen jetzt schon seit Anfang an da. Die haben es noch nicht. Der Sinn des Lebens, Ballywein. Mhm. Und er hat eine ganze schöne Auswahl gehabt. Was ich schon getrunken habe, war die Black Pearl, also das Jamaika-Fass gereifte. Das ist cool gewesen.
Nicht mehr Nummern, so schon drunter, da habe ich mir aber einen Namen nicht gemerkt. Ja, also das war eins von den schrägsten Biere, was ich getrunken habe für mich, war, was er da gemacht hat, ein Iced Imperial Vanilla Stout im Bourbon Fass gereift. Das haben wir, glaube ich, aus der Bier Challenge sogar gehabt. Ja, 2018 ist das Bier des Jahres geworden. Ja. Ja. Richtig schräg. Aber das ist nachher dann schon was du, wenn man das leid, wenn du daheim welche hast, die sich jetzt mit Bier nicht so gut auskennen, und dann sagst du, gibst da einen kleinen Schluckerl her, gell? Die sagen da halt, ja, sag mal, das hat halt mit Bier auch gar nichts mehr zu tun, gell? Wir könnten ja trinken, wenn wir wollten, ja, genau. Mit den Krokodilskondome. Ja, ich hab schon verstanden. Das sind halt dann schon die Insider für die was nicht, weil wir am Stammtisch sind. Das haben wir beim Tom gehabt. Da ist es um die Protestanten natürlich gegangen, weil er ja evangelischer Pfarrer ist. Und das aus dem Sinn des Lebens, wo die zwei Katholiken feindinieren und sagen, die Nachbarn haben, da ist schon wieder ein Kind rausgefallen. Wir konnten ja, wenn wir möchten, dass wir so einen Haufen Kinder haben. Ja. So ist das. So ist das, ja. Ja, nein, also um die Frage zu beantworten, der Dr. Markus Meyerhofer war so nett und sie haben ja eine Klausurtagung bei uns gehabt und aus dem Anlass haben sie mir so ein Verkostungstablett mitgenommen. Mhm. Ja, Entschuldigung. Na, ist ein wenig schade, weil ich triff ihn jetzt auch nicht mehr so oft. Gell? Die Zeit wird halt echt. Ja, ja, dann ist ja die Brauerei brennert worden, meine ich. Die haben sie ja gerade wieder hergerichtet. Das stand jetzt erst im Juni wieder mit dem Brauen. Ach so, okay. Im Juni geht, weiß ich auch nicht, also. Ja, bei einer bist du mal schon mal gewesen, bei einer in der Brauerei. Ja, die Generalversammlung, Vollversammlung, wie nennt man es bei der BIG, ist einmal gewesen bei einer. Ja, ja, stimmt, ja. Er tut ja viel mit dem Jörg, gell? Mit dem Brehauser, ja. Ja. Der Jetzinger hat mich gefragt, ob heute wieder eine Runde ausgesprochen wird für alle. Also zu deiner Information. Ja. Der Müsli Mauser und immer, wer nur, die haben jetzt bis jetzt alle gesagt, wir machen dann einen analogen Stammtisch auch einmal, wenn wir wieder dürfen, wo wir mehr oder weniger wieder alle zusammenkommen. Und wo ich eingestanden habe, dass die Brauer, wenn sie ein Bier mitnehmen, also das eigene Bier bei mir eine Runde ausgeben dürfen, so quasi, ohne Stoppigeld oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, die Frage, tendiert jetzt in diese Richtung. Okay. Smoked Porter, Double Smoked in Leonding. Ja, sehr gerne können wir das mal machen, natürlich dann. Ja, da eingefällt hat das der Tom Stark, weil der hat ja Buy Your Priest a Beer Day, den gibt es am 9. September. Mhm. Und da geht es darum, das ist so ein weltweit, nicht anerkannt, aber weltweit publizierter Tag, wo es sozusagen deinem Pfarrer ein Bier kaufen sollst. Und da waren schon zwei oder drei Mal hintereinander die Rührer Pfarrer da, weil da kommt ja nicht etwa der katholische oder der evangelische, sondern da kommt der altkatholische und freie Kirche und was weiß ich, also da kommen alle dann und da kann man dann die Pfarrer eine Runde Bier ausgeben. Ich meine, das habe ich in letzter Zeit mehr oder weniger ich gemacht, aber das war wieder so ein Anlass, wo man sagt, wir treffen uns und da kommen alle und wie viel Bier bin ich mittlerweile, die ich den Tom kaufen soll. Ja, weil wenn der nicht dann eins trinkt, ein Bierton, dann musst du entweder eine Woche da bleiben oder er muss ja ein ganz teures Bier trinken irgendwie. Aber der Tom kommt ja zu dir, der kommt ja nach Linz. Der ist ja an sich ein Linzer. Ja, fürs Großschwarzein, ja, da wird schon noch was zusammenkommen. Ich habe eh überlegt, ob man sich ein Phrasenschwein aufstellen und dass er jeder mal einen Fünfer rein haben muss. Ich habe mir überlegt, ob wir nicht ein paar Unwörter einführen. Aber ich merke, wir kommen nicht ganz gut rundum, wir verwenden sie nicht. So wie Corona, Pandemie, Epidemie, Krise, also das waren für mich so Unwerter, aber wir umschiffen das eh ganz gut bis dato. Ja.
So, jetzt machen wir das vierte Bier auf. Wie schaut es bei dir aus? Jetzt habe ich dich überrannt, meine ich. Ja, jetzt hast du mich überholt. Was hast du, was hast du in der Pause gescheit angetrunken? Das Zwickel habe ich mir jetzt dazwischen genehmigt. Und das geht natürlich ein wenig lockerer wie die anderen. Was hast du als viertes? Das war ein Latrap-Bockbier. Mhm. August 2016. MHD, also unser Jörg arbeiten war es 5 Jahre alt. 7,1%, also wird klassisch Bock sein. Latrap, Brauerei in der Schafhütte, holländische Trappistenbrauerei. Holländische Trappistenbrauerei, so jetzt habe ich botzt. Das war wieder Bier mit dem Drang nach draußen. Vermutlich vor allem, wenn deine Hamster zum Klo tragen. 3 Jahre versorgt ihn jetzt mindestens schon. Achso, für 3 Jahre muss er einen Pfarrer einladen. Aber schau, ich bin eher lag, ja. Ja, was schnappst du jetzt? Ich habe, weiß ich nicht, ob du den schon mal getrunken hast, den habe ich mal das letzte Mal mitgenommen. Ist ein Weizenbock vom Brauhaus Gusswerk. Mhm. Nein, kenne ich nicht. Er ist ganz neu aufgesetzt. Also wie ich das letzte Mal draußen gewesen bin, ein paar Kisten von unserem Bier holen. Ich schaue da nachher noch einmal und dann hat es einen ganz neu gegeben. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe ihn selber auch noch nicht getrunken. Wir haben nur einen im Café jetzt gehabt und verkauft. Da haben sie gesagt, der schmeckt gut, er hat 7,6%. Also auch klassisch für einen Weizenbock. Jetzt bin ich gespannt, was da daherkommt. Andreas, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Vierte, servus. Ciao, vierte, Andreas. Das Bier hat einen extremen Drang aus der Flasche. Und ich erkläre mir das auch so, dass ja die Belgier und die Holländer, die haben ja Zucker gegeben. Die dann auch oft Zucker zur Flaschengärung dazu. Schau, das kommt schon wieder raus. Das ist eine völlige Katastrophe. Das war halt total raus. Ja, das ist ein typisches Flaschengärungsproblem. Und dann arbeitet die Hefe dann einfach nachher. Und dann hast du da extreme. So, zum Wohl, vielleicht sollten wir dich einmal schulen. Prost! Prost! Jerry, du bist ein wenig ein Rätsel. Der Thomas Güttel sagt Prost, Steff. Prost, Dom! Aber dieser Zucker, der da gegeben wird, der ist für die Reifung optimal. Also alle Biere, die was ein bisschen an Restzucker haben, die entwickeln sich sehr gut. An Unvergorenen. Der Brauwolf ist da. Servus, grüß dich, Prost, ja. Freut mich, dass du auch wieder da bist. Der ist auch kurz eingestiegen am Sonntag live. Brauwolf war schon bei mir zu Gast. Macht auch Online-Bierverkostungen und hat ein bisschen so einen Online-Vertrieber. Karl, du hast doch den Weizenbock nicht gekannt. Ja, spielt leider eh schon. Ich hab noch nicht probiert, aber was ein Weizenbock ist, weiß ich schon. Ich habe damit gemeint, dass wir dir ein bisschen Nachhilfe geben sollen. Ja, unbedingt. Brauwolf hat auch ein interessantes Thema heute. Ich habe kurz rüber gesehen in der Pause. Was hast du denn leicht gemacht heute? Hast du wieder Bierverkostung gemacht? Im Übrigen, ich mache einen. Mit dem Biercrapper machen wir am Donnerstag eine Bierverkostung, wo wir sich nicht ganz sicher sind, wie wir dann, aber ich glaube, wir haben dann einfach so, jeder stellt sich eine Batterie an besondere Biere her und dann werden wir in abwechselnder Konferenz die Biere präsentieren, so werden wir das machen. Und vielleicht kenne ich das eine oder andere von dir und du das eine oder andere von mir und dann machen wir das so. Und nach 10 Bier hören wir aber auf, gell? Ja, dass das auch klar ist. Ja, dann muss ich auch mal wieder ins Bett. Ist der Brauwolf nur da, weil jetzt haben wir vom Thema nichts erfahren. Na, der Brauwolf ist nur durchgezogen. Warum? Ach so, ich dachte aufs Klo. Nein, nein. Also sehr empfehlenswert, der Weizenbock. Bananig? Ja, sehr. Es erinnert ein bisschen für mich so an also eine Schokobanane ein bisschen. Okay.
Noch 10 Bier, meinte ich. Ja, was der? Alkohol ist kein Spielzeug. Ja, Weizenbock habe ich auch die Tag schon mal gehabt, jetzt habe ich mir heute geholt. Ich habe ja fast bis zum ersten Weizenbock zurück aus der Riederbrauerei an jeden Jahrgang noch. Wir haben mal also eine Vertikalverkostung gemacht, jeden Jahrgang aus der Riederbrauerei. Und da war eindeutig der Ältere der Beste, aber da habe ich leider nicht noch einen Flaschel gehabt. Der ist damals bei den Standisch draufgegangen. Aber ich sage mal, bis 15 oder 14 zurück habe ich sicher noch genügend von jedem Jahr. War vielleicht eine interessante Erfahrung, wenn man so Böcke, vor allem auf Weizenburg, obergärig. Und du konntest ja auch mal eine Führung durch deinen Bierkeller machen. Habe ich auch schon überlegt, ja. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht mit dem Gary die Geschichte eher aus dem Bierkeller mache. Muss ich mal schauen, wie ich motiviert bin. Ja, kommst du da mit dem Internet zusammen? Das ist wurscht. Ich bin eh in meinem WLAN drinnen. Das habe ich unten auch. Okay, dann ist es wurscht. Ja. Du bist viel jünger als ich, du musst mit dem Spielzeug aufpassen. Jetzt weiß ich nicht, was. Also in Gerland muss wirklich ein Limit geben, sonst dreht er voll durch. Sind im Keller genügend Hamster? Ja, da gehe ich davon aus, dass da genug Hamster sind, die das Internet antreiben. Da gehe ich davon aus. Der Vorteil ist, da habe ich dann fast jedes Bier greifbar. Also da brauche ich nicht extra gehen dann. Ja, ja. Wie du sagst. Mosarin ist auch da, grüß dich. Karl, jetzt eine vermutlich blöde Frage. Warum hat das mit den Weinen eher durchgesetzt als mit dem Bier? Damit meine ich, jeder hat mehrere gute Flaschen Wein zu Hause, aber die wenigsten haben gute Biere. Naja, der Wein war halt viel früher dran. Und der Wein war immer schon elitärer. Darum heißt es ein Bier auf Wein, lass sein. Das kommt ja nicht davon, dass du rauschiger wirst, sondern dass Wein eigentlich der Obrigkeit. Na, da wird ganz gut der Balliwein im Vergleich passen, oder? Ja, ja. Balliwein hat aber eine andere Historie, weil der Balliwein kommt aus einem Embargo zwischen England und Frankreich und da ist der ja, ja, dann haben sie keinen Wein mehr gehabt, deswegen haben sie nachher genau, das ist gebraut. Genau. Ich kann nur sagen, dass ich ja Glessheim-Schüler bin, also meine Ausbildung in die Gastronomie war Salzburg-Glessheim. Und ich war dort schon so wegen einer Revolution und habe versucht, die Speisenkombination, da hast du ja immer, das war ein schulischer Auftrag, wenn du ein Menü gehabt hast, hast du eine Weinbegleitung machen müssen. Und ich habe dann schon halb angefangen, dass ich da eine Bierbegleitung mache und so, das war nicht gerne gesehen. Gegenteil, das hat eher immer zu Punkteabzüge geführt. Da habe ich höchstens ein Bier als Aperitif machen dürfen. Also in der klassischen Küche ist nur Wein präsent. Und das ist auch ein Thema, das wir immer haben. Und ich sage, man muss anfangen, in der gehobenen Gastronomie mit dem Bier reinzukommen. Die müssen auch verstehen, was Bier ist. Und dann wird das nach unten durchfallen. Wir werden es nicht schaffen, dass wir von der Würstelbude Einträge mit einem Bugel und einem 16er Blech in die gehobene Gastronomie aufbringen. Das wird uns nicht gelingen. Weil sie es vom Weinskandal schreibt, das ist zwar richtig, dass der Weinskandal dem Wein geholfen hat, dass man weggekommt von der Quantität hin zu der Qualität. So gesehen braucht es einen Bierskandal, aber das wird auch nicht so schnell passieren. Außerdem muss man ganz klar sagen, es werden nicht alle Leute ein super Bier immer trinken können. Also, oder teures Bier trinken können. Es wird auch immer ein Bier geben müssen, das für den, vorsichtig gesagt, normalen Hektoliter-Konsumenten passt. Und ja, aber das Thema Bierskandal diskutieren wir oft, auch mit den Referenten der Ausbildungen und so, weil wir auch nicht wissen, wie wir das schaffen könnten, anders, dass wir das Bier in Szene setzen. Die Frage ist nicht blöd, sondern ist eher berechtigt. Aber es erschließt sie uns noch nicht ganz so hundertprozentig. In den Weinregionen werden viele bessere Biere produziert als in der Bierregion. Oder interessantere meine ich. Für mich als Weintrinker meine ich das. Ja, da gebe ich ein Stück weit recht.
In Italien werden sehr, sehr viele gute, vor allem holzfassgereifte Biere gemacht. Liegt daran, weil die so viel Erfahrung haben mit dem Thema. Das gibt es ja bei uns eigentlich gar nicht. Bei uns in der Gegend gibt es ja wenig, die Erfahrung haben mit Holzfassreifung. Deshalb ist es halt auch so, dass wir weniger erfahrene Leute haben zu dem Thema. Und jetzt sind halt die Biere vielleicht für einen Weintrinker nicht so interessant. Und da gebe ich da völlig recht. Da gibt es natürlich in Belgien schon bessere. Ich habe zuletzt das Rodenbach Grand Cru als Bier des Monats gehabt. Das nennt sich ja der belgische Burgunder. Das ist halt schon was eher nach Wein schmeckt. Aber da muss man sich halt daran die Frage stellen, müssen wir Biere machen, die nach Wein schmecken? Oder? Aber wir wollen keine Bierskandale. Aber es gibt auch beim Wein die 2 Liter Plastikflasche. Corona-Bierskandale, ja. Ich sage mal, es hat beides die Daseinsberechtigung. Es tut sich beim Wein keiner ab, dass die Craft-Beer-Szene entsteht. Im Gegenteil, die sagen, sie begrüßen das. Und ich bin ja der Meinung, dass jeder Mensch, der dem Genuss zugetan ist, der bewegt sich in dieser Genusswelt. Ganz egal, beim Käse anfangen, über den Wein, über Bier, über Zigarre, über, weiß ich nicht, sonstige Delikatessen. Die wissen schon, wo es was gibt und was gut ist. Aber das ist halt auch eher, ich sage jetzt einmal, die soziale Oberschicht. Das sind nicht die was eher den Ärmer sind. Wir müssen nicht Bier machen, die nach Wein schmecken. Ich muss nur ein Bier sein, das den Geschmack trotzdem die Nase, die Auge und den Gaumen anspricht. Ja. Gib ich da schon recht. Es gibt da ein paar solche Biere, ich habe ein paar solche Biere im Keller natürlich. Aber das sind halt dann eine Biere, weißt du, wo der geneigte Biertrinker schon ein bisschen Schmerzen hat. Da brauchst du dann auch schon einen Weintrinker und der Weintrinker sagt, ich zahle 60 Euro für eine Flasche Bier. Das zahle ich vielleicht für eine Flasche Wein, aber für ein Bier zahle ich nicht. Wenn das Bier wahrscheinlich eine ähnliche Qualität hat oder vielleicht sogar eine bessere Qualität, wobei den Wein nichts ansprechen will, wie der Wein, der dann 60 Euro kostet. Aber da muss ich schon auch sagen, beim Wein, gell, wenn du dem jetzt einer bist, wenn du jetzt nicht gut auskennst, gell, und sagst, ja, ich trinke zwar gern Wein, ich trinke gern einen Merlot, weil der schmeckt mir und da, haben sie die nachher dann früher schon auch mit dem Erzählen des Weines, was sie, wie der Wein, woher, was das da hin und weiter, und bist daheim gesessen, hast da einen 6er Karton Wein gekauft, und er sagt, da den Merlot, gell, und da, das ist dort. Die haben das von Anfang an schon wirklich sehr gut gemacht, auch. Also muss man sagen. Gell? Und darum sind wir so dahinter, dass wir möglichst viele Biersommeliers ausbilden, damit wir möglichst viele Botschafter haben des guten Bieres, weil wir halt der Meinung sind, dass das, und das sieht man ja auch, weil dieser Craft-Beer-Hype, wenn man den so bezeichnen darf, ist ja erst 13 oder 14 entstanden. Die Biersommelier-Ausbildung ist 2004 entstanden. Ja. Das hat halt das ein bisschen bewirkt. Die Brauer sind auch ausgebildet worden zu Biersommeliers und es hat halt viele, viele Botschafter gegeben. Und dann ist halt das alles ein bisschen in Bewegung gekommen. Weil wenn keine anderen Biere gebraut werden würden, braucht es uns Biersommeliers nicht und es gab auch diese Craft-Bier-Entwicklung nicht. Ja. Also das ist ja immer dieses Henne-Ei-Prinzip, aber es braucht eben alles dazu. Und je mehr Biersommeliers aus dem Ausbilden, desto besser wird es werden. Nur ich fürchte halt, dass das Ganze, also der größte Teil des Craft-Biers, das gebraut wird, trinken wir alles selber. Ja. Das fürchte ich halt ganz schlimm. Also das trinken das meiste wahrscheinlich die Sommeliers selber noch. Also da ist ganz wenig Output. Ja. Nein, es ist auch schwierig. Und das wirklich nachher dann einem so umzubringen, was der, ich nehme da aus meiner Familie auch Leute her, was der, wo ich sage, du, ich habe heute da ein paar gute Biere, jetzt das ist aber nur ein IPA gewesen zum Beispiel, wirklich ein gutes, nur dazu, gell? Die da einfach sagen, klipp und klar, sowas trinken sie überhaupt nicht. Weil das ist kein Bier nicht, das hat mit einem Bier nichts zu tun. Nein, das habe ich meiner Familie schon geschafft, dass offen sind für diese Biere, aber es ist auch so, sie tanzen sie es nicht haben und sie kaufen sie es nicht. Ja, genau. Probieren schon, gell? Aber sie würden jetzt nicht sagen, passt. Und sie sagen, es ist auch super und klasse, aber sie kaufen sie es selber nicht. Also nur, wenn ich das wieder anstoße,
passiert was. Aber wenn ich es nicht anstoße, passiert nichts. Rotwein muss man auch nicht kühl lagern. Bier denken die meisten, du musst es kühl trinken. Ja gut, das denken auch die meisten Brauer. Das ist ein Steckenpferd von mir, dass ich das in der Ausbildung habe, ein bisschen vorantreibe. Also es gibt zu jedem Bierstil das passende Temperatur und das sollte man häufig einhalten. Also das ist wie beim Wein. Nicht jedes Bier sollte man eiskalt trinken, das ist schon mal ganz richtig. Du hast im Übrigen eh Biere gekauft, die waren alle eher ein bisschen wärmer zum Trinken, die hätten gar nicht so kalt getrunken gehabt. Da mich interessieren wieder, der Sammy Klaus, wo jetzt was greift, geschmeckt hat. Vielleicht schreibst du mal irgendwas drunter, Mike. Es gibt aber auch sehr viele Weine in den höchsten Preissegmenten, die nur den Spezialisten getrunken werden. Die sind nicht für den Normalverbraucher. Ja, das liegt aber an dem, dass nur der Spezialist die Qualität dieses Weines erkennt. Wenn ich die wirklich teuren Biere, einen geneigten Biertrinker, aber einen Durchschnittsbiertrinker gibt, der sagt, bist du wahnsinnig, wieso ist das Bier so teuer? Das schmeckt völlig obskur, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Also das funktioniert auch anders gar nicht. Also ich sage jetzt einmal, so ein Utopias, das, wo die Flaschen in der Brauerei schon 200 Euro kostet, wenn ich das jetzt einem Normalbiertrinker gebe, der sagt, bist du deppert, wieso zahlt man da 200 Euro für sowas? Also und nur dazu, wenn das nicht moderiert wäre, wenn der das nur kauft und sie aufmacht und sagt, das ist ja gar kein Bier. Und deshalb sind diese Dinge immer nur für Spezialisten. Meine Meinung. Ja. Wirst du gar nicht anderen verkaufen können, weil. Und das habe ich jetzt auch irgendwo gelesen. Ah ja, beim Amacor Grande Spezial. Grande Spezial? Ah, wie heißt es denn? Egal, da ist drauf gestanden, ein Bier, das moderiert werden muss auf Italienisch. Mhm. Und das finde ich eine geile Aussage auf ein Etikett. Und das gehört, glaube ich, bei viele Biere drauf. Ja, das stimmt. Bier, das moderiert werden muss. Das ist an sich mal eine klare Aussage. Da war der Garrett Oliver dabei, also von Brooklyn Brewery, der hat das mit dem Amacor Braumaster gemacht. Ein Bier, das flaschengreift ist, mit Stein, Obst und was weiß ich. Wirklich ein geiles Bier, 10 Alkohol. Habe jetzt gut reifen lassen. War ein Bier, das ich am Donnerstag aufmachen konnte. Das ist wieder auch so. Solche Biere kehren moderiert einfach. Also die kann man nicht einfach sagen, der Gast wird es aufmachen, kostet 60 Euro und dann ist er enttäuscht. Also das ist was, wo man genau... Gibt aber recht, das muss man arbeiten. Kalt war es eh etwas komisch, hat dann den Rappe fort und eher wärmer trinken. Völlig anderer Geschmack, aber ehrlich gesagt eine ganz neue Erfahrung für mich. Also zur Information, der Mike hat sich ein Samichlaus Holzfass greift, eine Glamorangi-Fass-Vorbelegung, eine Banyulus, also weißer Süßwein-Vorbelegung, gekauft. Und kalt sind die natürlich, geben die nichts her, wenn die wärmer werden und Oxidation. Dann ist es ein völlig anderes Bier. Also das ist schon eine spezielle Erfahrung. Und natürlich mal ganz was anderes. Also das hat mit klassischem Bier gar nichts zu tun. Donnerstag klingt interessant. Wir müssen uns über die Trennlinie etwas austauschen. Ja, du bist den Links und ich bin in Riert. Das ist die Trennlinie. Was sagst du? Ich hole mir jetzt geschwind noch ein Spezielles, weil eins habe ich mir noch vorbereitet. Ja, gut. Dann mach das bitte. Sodala. Also du gibst mir von oben, ich von unten Biere zum Austausch. Ja, jeder wird sein Bier trinken und moderieren. Du hast deine Biere, ich habe meine Biere. Und dann machen wir dazu was von meiner und du von deiner. Und dann schauen wir, dass wir halt vielleicht ähnliche Bierstile haben. Und weil exakt das gleiche Bier werden wir nicht schaffen. Und da werden wir schon was zusammenbringen. Ist ja gerade erstaunlich, ist ja nicht was, mit dem wir Geld verdienen müssen. Da waren wir nämlich jetzt auch bei eins, einem Bier bei Zimmertemperatur. Ich weiß nicht, ob du das getrunken hast. Ja, nein, getrunken habe ich es nicht, aber ich habe es im Keller, ich habe es gerade die Tage in der Hand gehabt. Ich habe es in Brüssel, in der Brewdog Bar, habe ich es vom Foss gehabt. Okay. Da haben sie es Hamburg relativ günstig. 4,20 Euro. Es war so ein 8 Liter oder was. Ernsthaft? Ja, das ist eigentlich, das Bier kostet, wenn du das in der Flasche für den Heim kaufst, mehr. Ja.
Ja, ich habe das, was der als Bierenthusiast bin ich damals schon bei der zweiten Welle von Equity for Punks mit eingestiegen und habe da ein bisschen was investiert. Okay. Und habe dann dazu eben dieses Abstract Bierpaket dazu gekriegt für die, ich glaube für 2 Jahre oder sowas war das, jedes Bier, was sie ausgebracht haben, habe ich immer 3 Flaschen oder 4 Flaschen zugeschickt gekriegt. Automatisch. Mhm. Ich habe eigentlich jetzt vom Abstract 4 bis jetzt an die letzten. Von 4 weg? Mhm. Habe wieder heim. Ich bin erst bei 7 eingestiegen. Ja. Aber da weißt du aber nicht, da musst du aber nachlesen, was die alten noch sagen. Ja, dann ist die Webseiten drauf. Weg. Die Webseiten gibt es nicht mehr, die abstrakten Webseiten. Zumindest habe ich es nicht aufmachen können. Naja, also ich habe auch so ein Buch gekriegt, das ist das DJI vom Brewdog, wo die ganzen Rezepte drinnen sind von ihren Bieren, was sie jemals gemacht haben. Und da sind auch die Rezepte von den Abstraktbieren drinnen. Und da kannst du nachher dann nachschauen. Und das gibt es aber in Online-Variante auch. Habe ich nicht gefunden. Ich habe jetzt extra nachgeschaut, weil ich wie die ganzen Biere bei mir eingetragen habe. Also ich habe von 7 weg, ich habe 7, 8, 9, 10, dann fehlt mir eins, 11 oder 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 und dann glaube ich 27. Also dann ich kann mal schauen, was ich noch alles habe, falls du das vervollständigen möchtest. Das war cool, ja. Wenn ich irgendwo was finde, wo ich sage, was der, wenn ich was nicht, ist es schon fast wie beim Fußballsticker sammeln, gell? Ja. Aber ich habe ja überall ein paar Flaschen. Es ist ja nicht so, dass ich überall nicht eine Flaschen habe. Ja, naja, also zwischen 3 und 4 habe ich geschickt. Das war immer so, je nachdem. Und das war ja so, am Anfang haben sie nicht 3, 4, 5.000 Stück gemacht. Zum Schluss haben sie schon 15.000 oder was. Naja, das siehst du bei dir ganz gut. Das sind die Neichen, gell? Da steht hinten keine Zahl mehr oben. Bei ich kann nicht mehr wieder haben. Genau, bei den alten hast du richtig noch, du hast das Flaschel so und so von 4.000. Ich bin gespannt. Also sei dort jetzt und für die Leute, die jetzt zuschauen, ein Bourbon Barrel Aged Barley Wine. Eigentlich eher hochwertiges Bier, so gesehen. Ja, schon. 11,5% Alkohol und bei Zimmertemperatur. Jetzt aber das Crowdfunding-Projekt interessiert mich eh. Hast du eine bestimmte Summe oder hast du das selber wählen können oder hat es da unterschiedliche Pakete gegeben, was du dann kriegst? Nein, das war eigentlich ist so gewesen, ein Anteil hat 25 Pfund gekostet. Okay. Und dann hast du selber entschieden, wie viele Anteile du halt da kaufen möchtest. Und hat sich nachdem auch das Gericht, wie viel Bier das du zugeschickt kriegst, oder war das wurscht? Naja, wenn du jetzt nur 2 Anteile kaufst, kriegst du natürlich nichts. Wenn du jetzt dann sagst, du kaufst 25 oder 50 Anteile, dann kriegst du das Paket. Wenn du jetzt 100 Anteile kaufst, kriegst du das Paket. Ist klar. Und es ist ja auch so, im Endeffekt wird das auch verwaltet mit einer Plattform im Hintergrund. Shareholders in England oben. Mhm. Und du kannst deine Anteile auch an andere Anteilseigner verkaufen. Also du kannst abbrocken damit. Du kannst sagen, ich habe damals 35 Zoll, aber ich will 28. Genau. Und wir sind aber momentan, also jetzt an meine Spekulation für das Ganze, warum ich das eigentlich gemacht habe, ist Brewdog wert irgendwann an die Börse gehen. Die sind schon in der Größenordnung, wo es, glaube ich, irgendwann an die Börse gehen werden. Und dann bist du natürlich schon vorher als Eigner und deine Shares werden dann in Aktien umgewandelt. Und dann hast du halt schon welche. Ja. Und die Rendite für das Ganze, also wenn du das heute verkaufen würdest, ist schon echt eine ganz gute. Ja, ist eh. Die waren ja mit dem Crowdfunding auch relativ bald dran und haben da so Guerilla-Marketing gemacht zu dem Thema. Ja. Ja, sehr interessant. Ich habe das Buch gelesen, Business for Banks. Weiß nicht, hast du das? Kennst du das? Ja, kenne ich. Habe ich gelesen, das Buch auch, ja. Finde ich auch cool. Übrigens, James Watt heißt er nicht. James Koch, weil jetzt habe ich gesagt, James Koch. Oder James Watt, ja. James Watt heißt er. Gibt es auch einen berühmten Namensvetter. Den haben wir die Watt bei den Glühbirnen zum Verdanken. Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Sehr zum Wohl. Prost, Prost. Prost. Christoph Wiesner, servus, grüß dich. Also Bierbrauen kennen Sie schon in Aberdeen. Ja, nein, das kann man nicht absprechen. Es sind zwar ab und an, sind wieder mal ein paar Dinge dabei, wo man denkt, ja, das muss nicht sein, gell, aber. Weißt du, wie es bei denen da in Berlin läuft? Geht das Konzept jetzt auf gegenüber, wenn wir jetzt erst gesagt haben, Greg Koch? Ich bin gespannt. Ich glaube, so lange läuft es noch nicht, dass du jetzt dann sagen kannst, ja, das funktioniert, funktioniert nicht. Ich habe ein paar Berichte gelesen, auch vom deutschen BrewDog-Beauftragten oder halt für den Head, für den deutschen Markt. Wer ist das? Wie ist es? Wer ist das? Boah, ich habe meinen Namen hab ich mir nicht gemerkt. Also war jetzt ein. Bei mir war mein BrewDog-Außendienstler da. Das war der. Boah, wie hat der gewusst? Nicht, kann man auch nicht merken. Müssen wir schauen, auf Facebook sind wir noch befreundet, aber. Ich bin gespannt, ob einer das aufgeht oder nicht. Ja, das ist ja ein Konzept, was du selber als Hobbybrauer auch brauchen kannst, oder glaube ich? So war das gedacht. Also über das habe ich nicht gelesen. Nein, aber das ist so eine Community-Brauerei-Geschichte. Nein. Und die haben die Gastronomie ein wenig zurückgedrängt, weil da war ja zuerst eine riesen Gastronomie, die da nie angefühlt worden hat, keiner. Ja, die haben es jetzt dann schon auch noch, nur im kleinen Maße. Und sie produzieren jetzt dann andere Sachen, eben wie Punk IPA und so Geschichten für den europäischen Markt. Sitzen da. Brexit und so war das natürlich clever von ihnen, glaube ich mal. Genau. Machen sie halt jetzt und da. Aber ich hätte jetzt nichts gelesen für Gypsy Brewer oder sonst irgendwie sowas, hätte ich nichts gelesen. Ja, oder machen sie Braukurse, wo sie private irgendwie waren wir so gewesen, wie wenn das ein Teil vom Konzept gewesen war. Damals, wie das aufgekommen ist mit der Übergabe und so, waren halt viele Konzepte im Raum. Ja. Anstreberten. Ja, Greg Koch, gell, hat er frei so. Da merkst du es, also ich habe ja das letzte Mal ein bisschen gelesen, Mikkeller und so weiter auch, die sperren alle ihre ganzen Bars in Tokio und dort und da und weiß der Teufel, sperren sie alle wieder zu, gell? Ja, weißt du, das wirst du auch merken, das Gastronomiegeschäft ist anders wie das Braugeschäft. Das ist richtig, ja. Und einfach zu sagen, ich bin ein Gastronom, das ist auch was ich nicht multiplizieren kann, weil die Kulturen unterschiedlich sind. Ein Beispiel, du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, ich mache in Berlin eine Selbstbedienung, so wie es in alle anderen Produktpubs ist. Weil da sagen die Leute, ja, ist eh recht, aber da fahre ich nicht hin, weil das interessiert meinen Scheiß. Weil rundum kriege ich ein billiges Bier und wird es mir serviert und da muss ich mir es holen. Das funktioniert nicht. Ja. Von daher kann ich Gastronomie nicht einfach multiplizieren. Das ist eine Kulturgeschichte auch. Ja. Und es ist auch in der Stadt ganz anders wie am Land. Mikkel habe ich übrigens beim Brewers of Europe Forum mal gehört. Mhm. Eine interessante Geschichte. Aber ich war da in Berlin in der Mikkeler Kneipe. Das war eine kleine Kneipe. Der hat, glaube ich, 20 oder 30 Biere vom Fass gehabt. Das funktioniert nicht. Ja, wie soll das gehen? Wenn die Kneipe zu klein ist, da mag ich nicht das Bier trinken, das was nicht geht. Die werden schon die Leitungen reinigen und so. Aber da ist es kein Geschäft, weil da schiebt die mehr Bier weg, als was ich verkaufe. Leistungsreinigen fällt ein bisschen ein Bier weg. Ja. Wenn ich dann eine Woche lang nichts verkauft habe von einem Bier und dann reinige ich die Leitung, na, dann gratuliere. Mhm. Ich sehe nicht, was draus geworden ist. Piano, ja. Piano ist wieder was anderes, aber ist ähnlich, ja. Nein, ich meine, ich habe das jetzt bei uns schon im Café. Es ist zwar nur ein Café-Bar, gell? Aber wenn du nicht selber immer da bist, funktioniert es halt auch nicht, gell? Das ist bei mir ein Vorteil, weißt du, dadurch, dass meine Eltern auch die Wirtsleute waren, ist jetzt wurscht, ob ich da bin oder meine Eltern, das wird alles als Wirt dann gesehen. Ja. Aber wenn du als Wirt dann auch bist, dann musst du immer in deinem Betrieb sein, weil sonst der Wirtshaus ohne Wirt funktioniert einfach nicht. Ja. Wenn du gleich viel zahlst, mit oder ohne Bedienung, also war Piano, ja.
Ja. Aber es wird eher ein Stück weit in Richtung anderer Bedienung gehen, weil wir einfach die Leute nicht mehr haben werden. Das ist das Problem. Ja, das ist ja das. Du, was der schauen, wir sind jetzt dann im Endeffekt, eigentlich kann ich ja fast sagen, wir sind ein Familienbetrieb sozusagen, weil ich arbeite, also mein Geschäftspartner fürs Café ist mein Schwiegervater. Okay. Und unser Angestellter ist meine Schwiegermutter, also wir machen das zu dritt. Ja, das ist traditionell echter Familienbetrieb. Ja, und es ist aber so schwierig, weißt du, weil wir sperren um 8.30 Uhr in der Früh auf, machen Frühstück. Man muss zu zweit sein, weil das geht allein nicht. Mhm. Also einer muss in der Küche sein, der andere heraus muss das machen. Und dann haben wir offen bis unter der Woche 10 Uhr auf die Nacht. Das sind eher Stunden, da brauchst du mir nichts dazu. Und Freitag, Samstag bis 2 in der Früh. Ja. Dann geht schon was weiter, gell? Und du findest aber keine fähigen Leute, wenn ich das jetzt so sagen darf, was der das ist, ich will nicht beleidigen, aber du findest keine fähigen Leute, die was sagen kannst, die kann ich allein da lassen. Die können das allein machen, dabei gehe ich mal ein bisschen auf Zimmerstunde und tue mal 4 Stunden nichts. Geht nicht. Und dass ich mir, wenn eine stelle, wenn ich sowieso selber auch da sein muss, brauche ich nicht. Genau. Das ist sowieso das Dilemma in der Gastronomie. Entweder du schärfst die Öffnungszeiten oder du arbeitest dir halt krumm mit den Stunden. Ja. Nein, du, was der, wir haben es jetzt einmal so kommuniziert und einfach einmal so gemacht, wo ich gesagt habe, ich brauche ein bisschen Zeit jetzt auch für mein Bier wieder, wo ich sagen kann, ich muss einmal ein bisschen fahren können jetzt nachher dann. Und brauche mindestens 2 Tage frei in der Woche. Jetzt haben wir es mit den Stunden so ganz gut runtergefahren. Und haben gesagt, du, pass auf, wir schreiben auf bis 8 Uhr haben wir offen auf die Nacht, weil das tut. Weil wenn ich jetzt sage, passt, um 8:30 sperren wir auf bis 8 Uhr auf die Nacht, kann einer allein auch durchziehen. Ja. Ja. Außer zum Frühstück halt. Zum Frühstück musst du zweit sein, aber dann geht halt nachher dann, was der da mal geht, halt dann um 12 Uhr eins heim oder sowas. Und dann machst du es durch. Ja. Ja. Hätte ich mir auch nicht gedacht am Anfang, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Was? Dass die Gastronomie so halt das Pflaster ist. Ja, das schaut ja immer locker aus. Ja, sicher, sicher. Siehst du jetzt auch, dann kommen deine ganzen Späßeln vorbei, kommen und sagen, da ein paar, trinkst ein paar Bier mit uns mit und dann gehen sie wieder heim und du stehst noch da ein paar Stunden. Mhm. Philipp, musst nicht schon schlafen. Ja. Der Philipp. Der Gerry Kraft hat gefragt, wie Shanghai läuft von die von Mick Keller oder Bruder, nein, von Greg Koch, also Stone, haben das ja groß ausgebracht. Keine Ahnung, kann ich keine Antwort geben. Habe ich auch nichts gehört, nein. Aber man muss ja fairerweise sagen, ich habe da ein paar so Berichte gesehen von Stone Berlin. Die sind schon relativ überheblich angefahren auch. Und 10 Millionen Euro investieren und lassen so Scherze und sie dann mit dem Ordnungsamt oder mit den ganzen deutschen Behörden anlegen. Das funktioniert bei uns nicht. Das mag in Amerika gehen, aber bei uns fährt das gegen die Wand, das kannst du sicher sein. Ja, das haben sie sich gedacht, dass das so machen können und cool und toll und wir fahren da jetzt her. Ich meine, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist nur meine Meinung. Arrogant Bastard von Stone Brewing, weiß ich nicht. Ist, also mir persönlich schmeckt das nicht. Mir ist es für Hopfen, also. Ja. Also ich mag es auch nicht. Also nein. Aber gut. John Wayne heute, ja. Sie. Ja, aber da siehst du, dann fällst du halt auf die Schnauzen. Und dann musst du ja sagen, da hat er Glück gehabt, dass er mit Brudogan hat, der noch halbwegs aus der Nummer rausgeholt, weil sonst hast du das Teil an der Backe bieten. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwen gibt, der das übernimmt. Ich meine, es schaut ja alles voll gut und schön aus, gell? Ist schon alles sehr stylisch. Aber was der, das muss ein Return of Investment auch irgendwann geben, weil es tut sich ja keiner. Naja, natürlich. Ich glaube, das haben sie sich ganz anders vorgestellt. Ja, die haben jetzt Bürger ganz Berlin da raus. Ja. Ist ja der Standort, glaube ich, wegen bescheiden gehört, aber gut. Das ja. Eh,
Eine alte Backsteinfabrik, glaube ich, ist das, gell? Ein Backsteingebäude. Und was da gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr. War das eine Ziegelei? Nein, ja, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube. Aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Ja, egal, aber das ist ganz im Süden von Berlin, glaube ich, und das ist dann schon ein Stück da aussehen. So, der Frau ist wieder da. Ja. Hi. Eine Gasfabrik. Mhm. Ja, stimmt. Glauben wir da. Du wirst das googelt haben, soweit ich weiß. Dann glaube ich das nicht. Ja. So war das mit Stone. Und die Brauerei auch herüben, oder? Oder war das in der Brauerei herüben? Stone? Oder was meinst du? Ja, Stone. Ja, das war eigentlich einer Ansatz ist ja von dem Ganzen gewesen. Sie wollen das Bier nicht transportieren, weil durch die Transportwege. Das ist ja grundsätzlich gescheit. Genau, ja, denken Sie sich was der und jetzt wollen Sie es ja Rüben produzieren. Aber ich glaube, das war der Ansatz auch, dass Stone weiter produziert und dass Brudok nicht die ganze Brauerei, sondern ein Stück weit was übernimmt und die Gastronomie oder so irgendwie. Ich glaube, dass sicher wahrscheinlich im Hintergrund für Stone noch ein bisschen die Grundbiere und so weiter mitproduzieren. Denke ich schon wahrscheinlich. Ja. Meine Frau hat schon gefragt, wie lange das noch dauert. Ja, bis das Bier geil ist. Aber ja, genau. Das trinkt man noch aus und dann. Genau, eine halbe Stunde noch und dann ist 10 Uhr, dann sind die zweimal anderthalb Stunden um mich, dann passt es genau nicht. Ja. Kann ich sein, dass es nicht nur eine Viertelstunde geht, weil dann ist die zweite anderthalb Stunden vorbei. Ja, das stimmt. Das passt gut dann, glaube ich. Aber sehr nett auf jeden Fall. Ja, ich sage danke, dass du Zeit genommen hast, jetzt ja. Schon, bevor es uns dann rausgehauen und dann kann ich nicht mehr Dankeschön sagen. Gerne. Ich hoffe, du hast ein bisschen einen positiven Eindruck gewonnen, auch von meinen Stammtischler, die heute da sind. Ja, natürlich, geht sowieso. Die fragen wir aber gleich, ob es wieder mal eine Runde Bier gibt. Ja. Aber das ist für mich auch ein Stück weit gut, weil dann so heißt, dass wir sich analog auch mal treffen sollten. Ja. Naja, sicher, du. Also gern, auf jeden Fall. Also müssen wir uns halt dann nochmal was ausmachen. Wie gesagt, habe ich mir es eh schon lange mal vorgenommen, dass ich mal rausfahre zu dir und dir auch mal ein Bier vorbei. Du musst ja bei Kalk gehen, weil zusehen möchte auch sicher dabei sein. Ja. Und schon gemeinsam im Kurs war es, vielleicht können wir Dr. Meyerhofer auch noch. Ja. Markus. Es war sicher nicht, ja. Also so ein Klassentreffen machen. Wie viel wart es im Kurs? Boah, du fragst mich Sachen. Ich glaube, irgendwas zwischen 15 und 20. Ah, schon so viel. War das ja, das Upgrade oder war das die Mittelstufe? Wir haben da das Upgrade gehabt, glaube ich. Upgrade. Okay. Nein, es war die Mittelstufe, Entschuldigung. Da sind normalerweise mehr, beim Upgrade sind meistens eher zu. Genau, nein, das war Dings. Und das Upgrade zum Diplom-Bier-Sommelier, da war ich noch, und dann eigentlich, da war nur der Markus, der Betz, der einzige, den was ich kennt habe. Ah, okay. Ja, weil Zuse hat ja zweimal Obertrum gemacht. Also der hat nicht Dömens und Obertrum so wie ich, sondern der hat zweimal Obertrum gemacht. Ja, ich auch zweimal Obertrum. Ja. Mhm. Ehemaliges Glaswerk, sagen die Hamster. Also dann glaube ich das. Ja, wird schon so sein. Ja, wir glauben es einmal. Wie ist der Baliwein? Baliwein ist sehr, sehr gut. Also jetzt für ein Bourbon Barrel Aged schmecke ich relativ wenig von dem Aussetzen. Das Gasel läuft nämlich noch. Ich kenne keinen einzigen Hamster, der mich je angelungen hat. Ah, okay. Aber sonst ist er ein klassischer Baliwein. Dörrobst, Rosinen. Ja. Und was ich gut finde, ist, du schmeckst den Alkohol, schmeckst dann nicht raus, gell? Das ist ja die hohe Kunst bei so einem Bier, dass das nicht so. Trinkst und ist wie. Ja.
konnte er eine zweite Flasche trinken. Ja, den konnte ich mir auch dazu holen, weil den hätte ich auch im Keller. Ja. Aber doch, es ist nachher dann schon. Ich finde das aber nachher dann lustig, weißt du, wenn du da mal ein paar Biere hast oder wenn du privat eine Bierverkostung machst und so weiter, gell. Am Anfang ist alles immer ja sehr normal und dann fängst du an mit ein bisschen stärkeren Biere, dann trinken sie es mehr und dann kriegen die so schnell einen Rausch, gell. Ja, das unterschätzen sie halt einfach, weil der geneigte Biertrinker ist ja eher ein schnellerer Trinker, weil du trinkst ein halbes Bier schneller wie ein Viertel Wein oder was ich meine. Das ist richtig, ja. Weil es halt deutlich weniger Alkohol hat. Und darum ist es ja meistens verheerend, wenn ein Biertrinker auf den Wein umsteigt. Und jetzt kann man aber dann sagen, dass das ja eigentlich auch Wein ist für einen Biertrinker. Im Endeffekt, ja. Das hat 14% oder da hat der Wein zu raufen. Ja. Und oder, da haben wir dann die 11,3%, da sind wir eher beim Wein drüber. Und das verkraften sie halt meistens nicht die Biertrinker, wenn es dann einmal durchaus stärkere Biere da darfst. Du musst dann sorgsam einen Umgang pflegen, viel Wasser dazwischen oder halt dementsprechend langsam trinken, so wie es das halt vom Wein gewesen ist. Und das hast du auch immer schön auf die Craft Beer Festeln gesehen und so weiter. Da, wo sie am Anfang alle lustig waren und zum Schluss aussehen, sind sie irgendwo mal dumm gehängt. Ja, man muss ja sagen, man trinkt ja einen Wein auch nicht drei Achtelweiß. Ich meine, das stimmt. Und wer trinkt schon ein Seil Wein? Und das ist halt ein gewisses Thema. Ja. Ja, aber da kommen halt auch wir wieder ins Spiel als Biersommeliers. Wir müssen halt diese Speisenempfehlung und die Kombination. Und was ich auch sage, es muss einmal gelebt sein, dass ich halt eine ordentliche Flasche Bier zu zweit, zu dritt trinken, so wie man eine Flasche Wein teilt. Natürlich, ja. Ich habe das noch nie gehört, trinken wir Flaschen Bier miteinander. Also das sagt niemand. Oder trinken wir Flaschen Wein miteinander, das hat einen anderen Stellenwert oder ist gelebter. Ja. Wobei ich schon immer sage, was der, wenn man jetzt dann auch, wenn du mal Freund einlädst und so weiter und nacheinander heim sitzt, sagst du, ich hätte ein gutes Flaschel Wein, ist halt ein 0,75er, trinken wir es miteinander. Gell? Ein 0,75er Flaschen ist halt auch gleich ganz was anderes als wie ein 0,33er. Von, weißt du, wie ich meine? Ja. Wobei, wenn du einfach sagst, so ein gutes Menü, so ein Bier teilen, passt auch genau. Ja, sicher, ja, so also, auf alle Fälle. Ja. Kraftbierkonter Hannover, hallo, servus, grüß dich. Grüß dich. Die war, glaube ich, in Bamberg bei einem Kurs dabei bei mir, wenn ich mich richtig entsinne. Der Gerrit Graf trinkt auch bei den Mitarbeiterbesprechungen ein kleines Bier. Gemeinsam zum Erkunden von dem Bier. Ist auch ein Thema, nur meine Besprechungen sind meistens am Vormittag und da bin ich etwas zurückhaltend mit dem Biertrinker. Nämlich nicht so zurückhaltend, sondern. Ja, das war am Anfang auch ganz lustig, weißt du, wie nachher dann, oder wie wir halt das erste Mal gebraut haben im Gusswerk draußen. Und nachher dann halt ja. 7 in der Früh draußen sein, was denn, weil die Maschinen laufen ja alle früh an, muss dabei sein, machen wir das da hin und her und so weiter und dann kriegst du gleich um 7:30 das erste Seital. Da schau, das haben wir da und da braut, möchtest du mal kosten, möchtest du mal da in der Brauerei sein, das ist gleich ganz was anderes, gell? Da trinkst du mal am Vormittag gleich. Ja, das ist ja so. Ja, gehört dazu. Ich sage nicht, dass ich nicht einer bin, der am Vormittag gleich mal gar nichts trinkt, aber im Normalfall, wenn ich auf Nachtgeschäft habe, vermeide ich es, dass ich Vormittag schon. Natürlich. Bei mir wird es ja trotzdem Mitternacht, weil der Vormittag schon anfangen, da wird es eher finster vorher. Das stimmt. Genau, aus Bamberg kennen wir uns, ja, habe ich mich richtig gemerkt, mit den Mitarbeitern nicht eher allein. Stimmt, was auch immer, wegen einer kleinen Flasche. Ja, weißt du, das habe ich bei uns in der Branche schon oft gesehen. Die, was am Vormittag anfangen, die überleben es nicht lang. Da hast du meistens irgendwann irgendwas. Ja. Nein, das stimmt schon. Das musst du aber selber auch ein bisschen setzen. Weißt du, ich bin da genauso am Wochenende, wenn du sagst, passt, du musst arbeiten,
Du vor, wenn ich weiß, es geht bis 2 in der Früh, heute vor 10 trinke ich kein Seiterl nicht. Ja, wenn ich fahren muss, trinke ich sowieso eher gar nichts. Also, ja, fahren muss ich Gott sei Dank nicht, von dem her ist es wurscht. Nein, oder wenn ich vorhabe, dass ich irgendwo hinfahre oder irgendwas. Oh. Am Nachmittag geht es ja eh nicht weiter. Ja, okay, regelbar, aber das ist ja genau in unserer Branche die Gefahr. Mhm. Alles eh wurscht. Es darf eh jeder holen, wie er will. So, mein letztes Bier dann für heute, weil wenn du sagst, du trinkst einen Ballywein noch aus, dann probier das Auflieg im Blond noch. Der Alex, ja, mein Webmaster. Bachinger Alex. Servus Alex, grüß dich. Ich bin gleich sofort wieder da, gell? Ja, wenn ich nicht mehr da bin, dann steige ich wieder ein, weil wir sind schon wieder bei den nächsten Minuten ungefähr. Ah, sind wir schon, oder was? Naja, es wird nicht mehr lang dauern. Aber nein, gehen. Ja, passt. Man sieht dann. Ja. Ich bin noch mit mir für die letzte Viertelstunde. Passt. Für alle, die später dazugekommen sind, wir haben heute einen Stefan Adelsberger da von Brewtown City of Hops. Wir machen heute gemeinsam unseren virtuellen Stammtisch. Morgen kommt Gerhard Litzelbauer, der war lang Kreativbrauer in der Ritterbrauerei, macht gerade einen Braumeister bei Dömens, ist Koch gelernt, also tut er mit Bier kochen. Wird sicher eine spannende Geschichte morgen. Am Mittwoch haben wir es jetzt ausgemacht, kommt der Martin Seidel wieder, der Bio-Obelix, ob man der Bier-EG. War letztes Mal auch wieder ganz unterhaltsamer Stand, ist auch relativ lang, relativ intensiv. Donnerstag ist dann der Biercrapper, der Gary Kraft dran. Wir haben gesagt, wir machen gemeinsam eine Bierverkostung, vielleicht schmeißen wir einen kleinen Bierkeller auf, übertragen wir aus dem Bierkeller. Am Freitag haben wir jetzt ausgemacht, am Freitag kommt der Oliver Glamminger vom Bierkulturhaus, genau, der Olli hat gesagt am Freitag. Und am Samstag hat der Stockinger Michael, der Thomas Stockinger, Entschuldigung, gesagt, der Wirtesprecher Oberösterreichs, machen wir wieder einen Wirtestandisch. Sonntag ist dann Frühschoppen, wo jeder gerne eingeladen ist, dass er mit einsteigt. Und Sonntagabend machen wir vielleicht einen Witzestandisch oder irgendwas, da kann ja jeder einen Witz dazu hören. Das war einmal wahrscheinlich lustig. Eine Stunde lang. Jeder den besten Witz, den er zu besten geben kann. Und dann gehen wir ins Bett. Was hast du denn geholt? Oder warst du am Klo? Ich war am Klo. Ist auch erlaubt. Prost. Prost, Prost. Prost. Dunkle Farbe für Blond. Aber das dürfte wahrscheinlich auch gereift sein im Jahr 16, ja. Aber weil du sagst Witz, gell, da kenne ich einen. Kurzen. Jagerwitz getroffen. Nein. Liegt der Auge auf der Straße, kommt der Gummiringel vorbei, sagt, schau nicht so blöd zum Schnötzchen an. Den hat er schon gekannt. Prost, Prost. Letzt fest sprach der Luftballon und sprang in den Ventilator. Also die besten Antiwitz haben so eine. Das war in meiner Jugend nur. Wir zwei Hochhäuser Tischtennis spielen, kommt der Panzer vorbei und sagt, darf ich mitspielen? Sagt das Hochhaus, nein, du hast keine Turnhosen, keine Trainingshosen. Ja. Das waren nur Zeiten. Da kenne ich auch noch einen Bläden. Gingen zwei Bauern ins Kino, sagt der eine zum anderen, boah, da erinnern hat es aber eine gute Akustik. He? Ja, jetzt weißt du, du sagst, riech ich es auch. Ja, genau. Ich meine, wahrscheinlich dir kann man keine Witze erzählen, weil du kennst eh schon alle. Ja, wie die zwei Bauern in der Stumm sitzen und sagen, du Bauer, schau aus, da schnackselt einer der Alte auf den Grund. Sagt der andere, schau da aus, was der sagt, das ist nicht mehr Grund. Ja. Also bis wann geht es jetzt noch? Bis 10, oder? Ja, knapp. Knapp. Es geht so lang, bis dass du den Ballywein ausgetrunken hast. Außer du holst da noch was, das weiß ich nicht.
Oder da kriegen wir wahrscheinlich eine Rüge von der Frau. Ja, was das? Heute passt die Schwester auf den Buben auf, jetzt haben wir ein bisschen so, Ruhe heute. Da steht noch was an. Nein, die... Noch ein Partywein nimmer. Noch ein Weichspüler nimmer. Golfer. Golfer, ich kann's. Das ist der Golferwitz, der kürzeste, ich kann's. Ach so. Also eigentlich muss ja das Spiel heißen, warum nicht gleich, ist meine Meinung. Wenn du einen Schlag verhaust und den nächsten triffst, dann sagst du, warum nicht gleich. Hast du mal Golf gespielt? Ich spiele auch wieder Golf, aber. Schon, oder? Weil geht nichts. Ja. Seit 15 Jahren ungefähr spiele ich Golf. Okay. Mittlerweile auch so, dass man es anschauen kann. Also, dass man sich nicht schauen muss. Aber jetzt geht halt aktuell nichts. Ja. Ich war eine Zeit lang, hab ich viel gespielt. Und dann hat mir einfach die Zeit gefällt, gell, weil ich hab. Ja. Ist eben sehr zeitfordernd, genau. Naja, sicher, was der, wenn ich sage, ich gestern Runde Golf spielen. Wenn ich neun Löcher spiele, bin ich 2,5 Stunden unterwegs. Naja, bei mir ist es so, nachdem ich aber eher mit dem Kater fahre. Ja. Jetzt kann ich die viele Zeit dazwischen relativ schnell überbrücken, nämlich die wo du nur gehst, ohne dass du spielst. Ja. Von der Bewegung her ist mein Cut eh ähnlich, weil du darfst eh nicht bis zum Ball hinfahren und also geht es trotzdem ein wenig, was nicht so viel, wie wenn es generell gehst, das ist auch klar, aber trotzdem. Und wenn jetzt zwei halbwegs geübte Golfer beieinander sind und du fährst mit einem Wagel, ich sage einmal, wir kommen 18 Löcher in 2,5 Stunden rundum, wenn es gut geht. Ja, das geht ja aus. Ja, das geht ja aus. Wenn du warten musst oder irgendwas, und wenn du nur zu zweit spielst, nicht zu dritt oder zu viert, dann geht sich das aus, aber dann kommt man die halbe Stunde zum Aussehen, die halbe Stunde zum Heimfahren dazu, bis bei 3,5 Stunden und ja, ich sage mal, viel Aufwärmen auf der Driving Range. Ja, das fällt bei mir aus, das ist sinnlos. Mein Golfspeise, der tut zwar halbe, der hat einen Korbbälle aus und dann nehme ich mal 3 Bälle an, oder 4. Das schon, aber an sich, ich sage, ich will nicht die guten Schläge auf der Driving Range vertrauen, was ist dann auf der Runde? Aber, ja. Ja. Kannst du sowieso nicht sagen. Das oder das Beste ist. Ich bin ja der Meinung, auf der Driving Range, wo du immer ebene Unterlag hast, wo immer gleich hoch auf die ist, da ist es sowieso besser. Sicher. Aber das wissen jetzt nur Golfer, von was wir reden. Ja. Aber es ist schon trotzdem lustig zum Spielen. Es macht schon Spaß. Mit Sicherheit. Also, vor allem bewegst du in der frischen Luft, das ist das Einzige, das ist das Wichtigste, ja, für mich einmal. Und du hast halbwegs eine Motivation, dass du das machst, weil es halt ein bisschen spielerisch ist. Ja. Sonst bewege ich mich relativ wenig an der frischen Luft. Also, dass ich jetzt eingesperrt bin, ist für mich nichts anderes, weil ich mich selber sonst einsperre. Range wird überbewertet, genau. Das ist richtig. Im Übrigen machen wir halbwegs einen Vergleichskampf. Ich habe einen Biersommelier-Kollegen von mir aus dem Kurs. Sind wir in Adamstal, in einem der schönsten Golfplätze in Österreich. Er tut das eher Mitglied und sein Wirt, der tut auch ein bisschen was Richtung Bier, hat noch kein Sommelier gemacht oder keine Ausbildung gemacht, aber ist da gut dabei. Und ich und meine Golfspätze, wir gefahren einmal im Jahr zu Jana und einmal im Jahr zu uns und da spielen wir einen Scramble. Und ja, der stand eigentlich jetzt wieder an. April, Mai, aber der wird wahrscheinlich auch gecancelt. Und das war ein Vergleichskampf. Also der Verlierer muss dann für Speis und Trank zahlen. Wir haben zwar noch nie verloren, aber wir sind noch nie günstiger ausgestiegen von der 10. Aber es ist halt auch gerade. Bei uns hat es aber im Golfclub Goldeck, bei uns da hat mein Bruder aber gemacht, das Lederhosenturnier. Gell? Gibt bei uns auch Trachtenturnier, ja. Das aber mit sehr viel Spaß verbunden ist. Das ist schon klar. Das heißt, du hast statt zwei Labstationen auf 18 Loch, hast sieben.
Und überall gibt es regionale Spezialitäten, einen Schnaps und da ein bisschen das. Und dann auf ein Loch musst Gummistiefel schmeißen in ein Klo, wenn du triffst. Du hast ja einfach halt ein bisschen auf lustig gemacht. Und wir haben ja eins veranstaltet, auch ein Spaßturnier. Unter anderem hat es nachher dann bei einem Loch hat's ergeben, wenn du ein Seital auf Ex trinkst, kriegst du einen Schlag gut. Das hat aber Auswirkungen auf die nächsten Löcher. So ist es, gell? Der eine Schlag ist ein wenig zu eng, glaube ich. Ja. Gut, das kommt ja wieder drauf an. Aber was wir auch gehabt haben, ist, du hast würfeln müssen und du hast dann auf das gewürfelt, was für einen Schläger das verwenden darfst. Das war ein K3. Was passieren kann, dass du einen Butter würfelst. Also das ist natürlich eher unpraktisch, sage ich mal. Oder auf der anderen Seite ein Treiber, dann überschlagst du das Loch himmelweit. Also das ist dann immer... Das stimmt. Scrambled ist wenigstens lustig. Das stimmt. Scrambled, das macht schon Spaß, ja. Ja, das ist mir an sich das Liebste, wenn ich Golf spielen. Ja. Weil da werden nicht vermeintlich bessere Schläge genommen und dann geht es auch ein wenig zügig dahin, wenn du zu viert bist. Und spielst du jetzt nicht mehr oder? Ich habe momentan einfach echt keine Zeit, nicht was da ist. Ist jetzt ein. Aber wenn es auch besucht ist, kann ich die einladen, fahren wir zu uns. Ich habe jetzt einen Golfwagen auch gekauft, also nicht gekauft, aber sponsert dich halt am Golfplatz. Eine Kart? Eine Kart, ja. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich will nur eine Karte, wo ein Kühlschrank drauf montiert ist. Jetzt haben sie einen Kühlschrank drauf montiert. Und da müssen immer zwei Flaschen Bier drinnen sein, habe ich gesagt. Ganz egal, wer sich das Karte ausleicht, die müssen ein Bier kriegen natürlich. Und das ist auch heuer. Und das erinnert mich gerade, dass der was beklebt hat, mich kontaktiert. Ich muss ihm den QR-Code schicken, den muss ich ihm noch schicken. Ja, und dann wird es beklebt und dann gehen wir eine Runde, wenn du Zeit und Lust hast. Ja, gern. Hast du ein Werkzeug? Habe ich natürlich alles. Naja, dann geht's ja eh. Fein säuberlich geputzt im Keller. Ach so. Okay. Ja, ich habe es auch geputzt, nur bei meinem Golfurlaub. Da habe ich das letzte Mal gespielt. Heuer, über Silvester bin ich auf Golfurlaub gewesen und da habe ich noch gespielt und dann. Eigentlich war ich jetzt in Italien das Wochenende. Nicht das nächste Wochenende war ich in Italien unten. Als Start in die Saison, aber. Okay, ja, das wird sich nicht. Italien ist gerade eher nicht so der Hotspot, glaube ich, wo alle hinfahren. Nein. Ja. Hast du deinen letzten Schluck schon, oder? Ich bin letzter Schluck, ja. Wo in Italien? Ja, wir waren aber in Lignano Sagliatore. Dort haben wir einen klassen Hotelier, der hat uns alle in die Restaurants geführt, der hat selber kein Restaurant dabei, der hat aber einen guten Grappa und so gehabt. Also Hotelbar war kein Thema, aber Restaurant hat uns alle dort und da mit mir wohin gefahren. Das hat gut gepasst und der Golfplatz war in der Nähe und ja, das war. Und da hat mich, also wenn Italien, was weißt du, wir sind seit 30 Jahren, haben wir einen Wohnwagen in Cado,